Aber jetzt mal so im Ernst, euer Kollege da mit der Sonnenbrille, ne? Ja. Der kommt das sich aber wichtig vor, oder? Kennst du Wayne? Die Spießer von Matzen stehen gerade hier neben mir. Seid ihr älter geworden oder ist das jetzt wegen der Premiere? So, jetzt machen wir mal. Dominik, möchtest du mal meinen... Dominik, ja, möchtest du... Magst du mal anmoderieren? Bei dir? Ja. Okay. Joyce. Hallo zusammen. Ich sag auch mal hallo. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Nein, hallo zusammen bei Joyce und heute mit Joyce und mir. Dem Dominik. Ja, wir sind heute, ist Premierentag, wenn Inge tanzt. Also Systemfehler, wenn Inge tanzt, heute im Kölner Cinedom. Und ich finde das super, der Dominik schleppt mich immer mit überall hin. Deswegen habe ich mich heute auch besonders in Schale geworfen, wie man sieht. heute einen richtig schicken vor mir rausgeholt. Genau. Ne? Ja. Jetzt gehen wir erstmal essen mit den beiden Hauptdarstellern. Ne? Aber wollt ihr noch mal ganz kurz sagen, du bist Pom. Du bist Pom. Sie ist Hallo Pom. Und du bist nach die Filmfabrik. Nee, du hast Pom gesagt, ne? Pom? Punk. Ja. Punk. Punk. Wie Punk, nur mit O. Okay, ah, genau. Mhm. Ja. Versuch nicht mal witzig zu sein, das schaffst du nicht. Versuch mal journalistisch zu sein, weil du kriegst einen Salat, ne? Isst den Salat. Ich bin eigentlich auch nur wegen dem Essen mitgekommen. Ja. Mir geht's halt genauso, ehrlich gesagt. Ich wollte fragen, interessiert dich gar nicht, was dein Kanal macht? Oder das weiß ich schon. Ja, Filmfabrik kann man sich wahrscheinlich nicht mehr. Nee, meine. Achso, doch. Punk ist, genau, so erzählt. Und ihr habt so. Siehst du, ihn hat nämlich nur interessiert, was ich, ne, mache. Ich wollte auch sagen, mich hat auch nur interessiert, was sie macht. So greifen. Dito. Geht schon los? Ja, aber ich komme nicht mehr dran. Holla ist ja viel älter als ich. Und, das ist auch wieder eine Gemeinsamkeit. Das, Joyce ist auch eher so die Omi. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Und ich glaube, Joyce, du hast auch noch ganz viel, was du wissen magst. Du tust zumindest so, als würdest du es wissen wollen. Ich habe gar nicht richtig gegessen. Ja, ich habe aufgefasst, ausgetrunken. Ach so. Wieso? Ja, ist ja gut. Warte mal, ich habe meine Fragen immer in der Hand. Ich war ja so mit Essen beschäftigt eben. Ich bin mega satt. Das kann ich wieder nicht lesen. Also ich mache, bei mir auf dem Kanal geht es ja... Also das war's. Danke, dass ihr da... Nein. Bei mir auf dem Kanal geht es ja immer eigentlich mehr um Blödsinn. Gibt's irgendwie... Macht ihr manchmal so Blödsinn? Streiche spielen am Set oder so? Blödsinn am Set? Nicht? Ich habe viel Blödsinn gemacht. Ja. Ich bin extra einen Stadtteil weitergezogen. Conor und ich, kurz die Feuerschau und ich haben in einem... Wir haben uns eine WG genommen. Das war eine geile Zeit. Hättet ihr doch echt was machen drehen können, so für euch. So was hätten wir? Auch so ein YouTube-Ding machen können noch, so das, nebenbei. Nee, das hätten wir nicht. Da wären wir wahrscheinlich irgendwie mehrfach verklagt worden. Also. Warum? Nee, wir dürfen doch auch alles. Wir machen das auch war, ja. Wir können Schnaps bestellen jetzt, wenn ihr wollt. Schnaps! Juhu, endlich, meine Ansage. Ja, oder? Jawohl. Ja, sollen wir? Was trinkt ihr denn gerne? Wir trinken jetzt einen Schnaps, ich habe echt noch viel vor. Ich habe so eine. Ja, einen Schnaps. Ach, du bist die Coolen, die die Sauerplatten, ne? Aber die Sonne direkt noch ganz locker. Also, ich möchte, wenn ich groß bin, auch mal Rockstar werden. Ja, und das kann man nicht filmen, was ich so mache, das ist hier zu krass. Hey. Ach, Schnaps. Nimm mir rein, ich will jetzt einen Schnaps. Ja, jetzt wollen wir aber sehen, ne? Hier, Wodka. Ob du dich traust. Ich nehme alles außer Tequila. Nimm Jägermeister. Ist ja nicht. Ich rechtfertige mich auch nicht, verdammt! Darf ich das machen? Darf ich das? Ganz ehrlich, ich kann jetzt doch nicht nein sagen, die machen das. Die meinen das ernst. Paula, jetzt ist er kurz weg, ne? Ja. Jetzt können wir echt nochmal offen über ihn reden auch. Ja. Wie ist er so? Das ist ganz, es ist am Rand des Erträglichen auf jeden Fall. Ja. Lief da was auch zwischen euch? Ja, klar, permanent. Aber mit den ganzen Jungs eigentlich. Ach, komplett alle durch, ne? Eben im Sarg, da dachtest du, Peter? Also. Ja klar, Peter hatte ich auch, aber also schon mit allen. Also wäre es eigentlich eher die Frage, wie du nicht hattest. Also ist ja wird auch das jetzt eine längerfristige Affäre oder ist das dann nach der Premiere jetzt alles beendet quasi? Naja, nach der Premiere beendet, weil wir wurden ja dafür bezahlt und ich... Für den Sex wurdest du auch noch bezahlt? Na klar. Ach so, das ist ja interessant. Ja, genau. Das ist Prostitution auf einem ganz anderen Niveau. Ah, ja, schön, mega spannend. Mega spannend. Mega spannend, oder? Ja, ja, klar. Weil Joyce hatte eben noch gesagt, also sie ist da, sie ist unausgeschlafen, ungeschminkt, kein Bock, also halt ich immer. Ich bin wie immer unvorbereitet. Unvorbereitet. Ja, ist sehr schön, aber mein Bock ist... Ach, guck mal. Ich stehe total auf das Natürliche, wirklich. Das ist dann auch gleich wieder so ein Vorwurf. Ich stehe total auf das Natürliche, das ist echt okay, das ist so, ich bin auch diese Öko-Bratze, die sie spielt, oder was?
Ich jetzt hätte schon wieder das Bedürfnis einzuschlagen, aber. Ohne Scheiß. Aber ihr müsst jetzt echt weiter, wir haben noch echt Stress, glaube ich. Ja. Vielen lieben Dank, dass ihr Zeit hattet und wir sehen uns dann später. Man würde meinen, ihr esst nicht. Ja, ja. Das heißt, wir sind. Dann sind wir, eigentlich, ihr seid die Talents und wir sind die Schauspieler, weil die Schauspieler. Ja, genau. Ich wollte nur einschlagen, mir ist nichts Besseres eingefallen. Das ist guter ist, glaube ich. Dankeschön. Macht's gut, danke euch. Dominik, diese roten Teppichaktionen sind mega öde. Roter Teppich ist das langweiligste und ödeste, was es gibt. Tino, wie wichtig fühlst du dich? Gar nicht wichtig. Er lügt. Warte, das zweite Mikro kommt und jetzt? Sehr wichtig, jetzt wo ich zwei Mikrofone habe. Weil mit einem Mikrofon, nein, Quatsch. Aber jetzt mal so im Ernst, euer Kollege da mit der Sonnenbrille, ne? Ja, der kommt sich aber wichtig vor, oder? Kennst du Wayne? Ja. Wayne Gretzky? Wayne in True Seats. Kennst du den? Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ja. So sieht's aus, genau. So. YouTube, alright. Was hältst du von YouTube? Fanden sehr sympathisch. Best ever. Sehr also ich meine, YouTube ist, ja, ich meine, was wäre die Welt ohne YouTube, oder? Was guckst du dir da so an? Und er ist jetzt auch nicht so. Ich meine, das kann man auch nicht definieren. Ich würde sagen, ich glaube, ich benutze den auch als Plattform für meine Band selber. Es gibt ja zu der Systemfehler-Band auch noch eine Band. So sieht der Herr ohne Brille. Seid ihr denn auch happy? Wie bitte? Hi. Ich bin wieder wach. Ja, doch, was ich gesehen habe, ich bin wieder wach geworden. Ich habe das auch nicht gesehen. Das ist übrigens quasi für deinen Channel. Das ist YouTube. Ah, YouTube. Ja, ja, bei uns, bei mir auch. Mit YouTube vom Hut. Gib mal C-O-Doppel-N-A ein. Dann wisst ihr, was ich meine. C-O-Doppel-N-A. Ist gut. Na, bin ich gespannt. Machst du da Blödsinn, so wie ich, oder? Na, werdet ihr ja denn sehen. Ein bisschen schon. Machst du Blödsinn? Ich mach nur Blödsinn auf YouTube. Ja. Ach was. So wie Bart Simpson? Na, dann müsstest du uns aber noch ein bisschen mehr verarschen. Also, bis jetzt kam erst nur für euch. Das war jetzt schon gar nichts. Ein bisschen lasch war die Frage. Ein bisschen mehr kann noch. Komm! Nein, okay, aber du hast jetzt das Go von uns. Los. Verarscht! Das Go von uns. Warum stehst du jetzt in der Mitte? Ist das so, damit keine Diskriminierung und so? Weil er das. Jetzt wollt ihr Witze machen auf Kunden. Ja! Ach, jetzt hat er doch nicht mehr so locker, ne? Ach so, das ist für euch verarscht. Okay, alles klar. Dann haut mal rein. Ja, Dominik, du bist dran. Nee, eigentlich ist es ja immer deine Aufgabe. Ihr müsst wissen, Joyce ist selber arbeitslose Schauspielerin. Das dauert voll. Ja. Sie ist jetzt ziemlich neidisch, dass ihr hier steht. So und versuche mal, mich so irgendwie in die Branche reinzumogeln durch YouTube-Videos. Sollen wir dich hier rüberziehen? Komm her. Aber ich meine, das wäre geil. Das wäre richtig geil. Aber dann musst du kurz die Kamera nehmen. Mit dem Hotelzimmer. 695, okay. Joyce. Das wäre das was. 695. Kann ich da vorbeikommen, Madame? Klar. 695. Aber nur, wenn du ein Groupie bist. Also du musst morgen schon wieder abhauen, ne? Guckst du mit ihrem Schal hier und der Winterjacke. Das ist eine Regenjacke. Mann, ey, jetzt disst ja noch mein Outfit. Es geht in die falsche Richtung. So unsympathische Typen, ne? Wollt ihr weitergehen? Das wäre cool. Absolut. Ich muss auch trinken. Noch wenigere. Trinkt mal eine Runde. Ja. Ey, wo sind die wichtigen Leute eigentlich hier? Könnt ihr mir das sagen? Die kommen da vorne. Da hinten. Mansen. Aber ihr seid aber nicht bei den Wichtigen. Mansen. Oder wart ihr da kommt der Mansen. Die hatten wir immer auch. Mit dem haben wir eben Bier getrunken. So. Ja, kann ich jetzt oder? Du darfst. Die Spießer von Matzen stehen gerade hier neben mir. Seid ihr älter geworden oder ist das jetzt wegen der Premiere? Das war ich heute schon zum zweiten Mal. Komisch, cool, oder? Weißt du, vielleicht zu. Einmal geht man los und macht sich Gedanken, weißt du, Filmpremiere, willst du nach was aussehen, sofort kriegst du Lack. Naja, ja. Vor allem du mit den weißen Hemden auch, ne? Vor allem, aber zum Glück haben wir ja vorhin eine Kritik, eine positive Kritik gehört. Im Film seht ihr echt jünger aus als so. Ja, so kann man es auch sehen. Also hat mich gefreut. So, also bei YouTube ist es ja immer so, man darf ja wegen GEMA und so nicht Songs anstimmen, aber könntet ihr so eine kleine Parodie, also zwei Zeilen aus einem von euren Songs machen? Ja, so mal ganz kurz vielleicht auf den Film bezogen oder so. Sorry, die Songs sind nicht dafür da, sich darüber lustig zu machen. Ich fühle mich als seriöser Künstler gerade total angegriffen und kann diese Nummer nicht mitmachen, echt. Du aber, ne? Nein, ich bin heute nicht bei Stimme. Ich habe ja gesagt, sie sind älter geworden, ne? Oh nein, schon wieder Samstag. Ich hasse diese Ausgehpflicht. Erzähl mir nicht, was ich verpasse. Das interessiert mich. Ich weigere mich. Ich gehe nämlich tanzen. So. Ich muss dich natürlich auch jetzt einfach der Fangkerl. Ich hab schon Angst. Ich fühle mich mit meinem Sakko ein bisschen zu spießig. Boah, du hast ja sogar so eine Hose dazu an. Ja, guck mal, ist alles voll heftig. Alles voll der Zweiteiler. Du hast jetzt das letzte Wort in unsere Blödsinnskamera. Die Blödsinnskamera ist die da. Da hast du jetzt das letzte Wort. Aus Hackepeter wird Kacke später.
Jetzt hast du es versaut. So, geh mal jetzt raus. Jetzt hast du es versaut. Dominik, du kannst auch nicht lachen, weil so ein Schlechten wird. Ach komm. Denk ich, du hast jetzt Schnaps dabei? Nein. Ja? Nee, genau, stimmt, das wäre es jetzt gewesen. Ja, das wäre ein ziemlich guter Move gewesen. Aber wusstest du, dass deine Bandkollegen im Hotelzimmer Schnaps getrunken haben? Nein. Wir keinen trinken durften? Nein. No. Haben sie uns gerade erzählt. Es wäre nicht voll auf einer Kamera wahrscheinlich. Den ganzen Abend versteckt sich Tim nämlich. Ja. Ach, hier schon wieder die. Nee, die schon wieder. 295. Pseudo-Tante. Ich oder was? Immer alle und mach das auf YouTube, die aber damit kann ich gar nicht so. Das ist ein Systemfehler. So mit zwei Schals. Das war's mal wieder von dieser Folge. Wenn ihr noch mehr vom Premierentag sehen wollt, dann macht das doch beim Dominik bei der Filmfabrik hier oder hier. Denn da gibt es noch ein bisschen mehr davon zu sehen. Hier unten geht's zu meinen letzten beiden Videos. Hier ist Tisi am Telefon verarscht. Und hier könnt ihr mich begleiten zu einer Anime-Synchro. Da bei diesem Video diesmal so viele Leute mit dabei waren, würde ich doch gerne von euch mal wissen, wie fandet ihr in diesem Video eigentlich am coolsten? Würde mich wirklich interessieren. Dann an dieser Stelle noch was. An all die da draußen, die bei mir bei der Verlosung ein Bild von meinem Draw My Life gewonnen haben. Ich habe diejenigen, die gewonnen haben, bei YouTube angeschrieben in den Nachrichten. Also dann nochmal nachgucken. Es haben nämlich noch nicht alle gesehen, dass ich geschrieben habe, damit ich euch die Bilder schicken kann. Also guckt nochmal nach. Na gut, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.